Ja, das ist eine Pistole, Colt 1911 heißt sie, wurde im Jahr 1911 entwickelt und wurde im Ersten Weltkrieg bereits eingesetzt. Es geht um Waffen, und zwar um die Waffen, Gewehre, Pistolen, Revolver, die im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden sind, weiterentwickelt worden sind und viel mehr. Jetzt in einer kleinen Serie im Special bei Der Erste Weltkrieg. Jetzt würde ich sagen, die ist aber süß und würde vor allem sagen, die ist doch nie in einem Krieg eingesetzt worden. Doch. Und doch. Ja. Sieht aber wie eine Damenwaffe eher aus, so ein Handtäschelchen. Was macht man mit sowas? Ich meine, man kann ja jetzt nicht irgendwie auf lange Distanz irgendjemand treffen damit, weil der Lauf ist ja viel zu kurz, es gibt keine Zieleinrichtung. Was macht man damit? Zur Not, zur Selbstverteidigung auf kürzeste Distanz, ja? So zwischen 0 und 5, 6 Metern. Ja. Und trotz alledem so klein und süß, wie sie aussieht, absolut tödlich. Okay, und was waren das jetzt für Waffen? Wofür sind die eingesetzt worden? Das waren Waffen, die im Regelfalle Offizieren vorbehalten waren. Die durften bzw. mussten sogar ihre Faustfeuerwaffen selbst bezahlen. Okay. Und konnten sich dann natürlich aussuchen, was sie wollten. Okay. Und die haben die wofür gebraucht? Immer bewaffnet zu sein und wie gesagt für den Extremfall. Ein Offizier hatte im seltensten Fall ein Gewehr oder nie, weil er andere Aufgaben hat. Oder war das seine Seitenwaffe? Genau. Okay, gut. So, was gab es alles? Also ich würde ja gerne mal wissen, warum ist die so klein und die anderen so groß? Was war der Vorteil? Der wahrscheinlich hat sie nur einen Schuss, oder? Nein, sie hat ein Magazin auch mit 6 Schuss. Nein, okay. Also ja, dann würde ich sagen, es gibt gar keinen Grund, eine größere Waffe zu haben. Doch, weil, wie gesagt, du hast ja eben schon selbst festgestellt, keine Visiereinrichtung, die Durchschlagskraft. Ach so, stimmt, hier sind Visiere drauf, ja, okay. Genau. Die Durchschlagskraft dieser Munition, das ist im Kaliber 6,35 mm, ist natürlich wesentlich geringer als eine 9 mm Patrone. Mhm. Aber klein, handlich, aber wie gesagt, trotz alledem tödlich und für den absoluten Nahbereich gedacht. Okay, wunderbar. BBFN. Genau, von der Fabrique Nationale in Belgien. Mhm. Dort ist die Laufinschrift, da kann man auch genau lesen. Ja, ja. Und das... Naja, sie wurden auf beiden Seiten der Front eingesetzt, also sowohl auf deutscher als auch französischer, belgischer Seite. Okay, gut. Sehr schön. Ja, und jetzt gibt es hier noch eine ganze Palette. Ja, das waren so die gängigsten Modelle. Ja. Wenn wir anfangen wollen, wie vorhin, mit Deutschland, die Standardwaffe der deutschen Armee, der deutschen Infanterie, Unteroffizier, Offizierskorps, war die Luger-Pistole Modell 08. Mhm. Sehr markant mit dem sogenannten Kniegelenkverschluss. Mhm. Kaliber 9 mm Luger. Kannst du gerne mal in die Hand nehmen. Mhm. Schon etwas schwerer, etwas größer. Hier kommt ein Magazin von unten rein, nehme ich schwer an. Das Magazin, das 8 Schuss aufgenommen hat. Und schon geladen. Und schon ist das Magazin drin, geladen nicht, weil die Munition fehlt. Ah, okay. Kriegt man sie wieder raus? Auch da gibt es Unterschiede. Bei der 08 praktischerweise der Magazin-Löse-Haldeknopf gut mit dem Daumen zu erreichen. Gut. Und warum ist da hier oben so ein Gelenk drin? Wie funktioniert das? Das ist der sogenannte Kniegelenkverschluss. Ja. Und der funktioniert wie das menschliche Knie. Im Zustand, wenn du die Beine durchdrückst, ist das Knie verriegelt. Das haben wir hier auch. Mhm. Der Lauf, es passiert überhaupt nichts. Ja. Das ist der normale Rücklauf. Das ist ein Rückstoßlader. Ja. Den diese Waffe braucht, hierhin sieht man dann die sogenannte Steuerkurve. Mhm. Und wenn diese beiden runden Verdickungen an die Steuerkurve anschlagen, öffnet sich der Verschluss nach oben. Okay. Weil das Knie geht dann in diese Stellung und man kann das Knie anziehen. Das ist Sinn und Zweck des Kniegelenkverschlusses. Diese Waffe gab es, das ist der kurze Lauf, das sind 10 cm, die gab es auch mit einem 15 und einem 20 cm Lauf. Mhm. Wurde dann eingesetzt bei der Marine oder beispielsweise bei der deutschen Artillerie. Ja. Und diese waren dann nicht mit einem Gewehr bewaffnet, sondern nur mit einer 08 mit 20 cm langem Lauf. Ist das auf diese Entfernung, würde das noch funktionieren? Ja. Eingeschossen ist er auf 50 Meter. Das heißt eingeschossen? Das heißt, wenn du Kimme und Korn richtig zur Deckung bringst, wie das vorhin beim Gewehr geschildert hast, hältst du in der Mitte der Scheibe, schlägt das Geschoss genau dort ein. In der Mitte der Scheibe. Traust du dir zu, jetzt einen scharfen Schuss abzugeben? Hat die mehr Durchschlagskraft als die? Ja, und mehr Rückschlag. Also meine ich, mehr Rückschlag wie viel ungefähr? Nicht viel. Nicht viel mehr, ja, okay. Das heißt ja jetzt schon, da kann es ein bisschen beißen. Was heißt ein Beißen? Ja, die Griffschale hat ein klein wenig Spiel. Das ist halt im Laufe der Zeit so. Und dann kann das schon. Da kann man die Haut eingeklemmt werden, ja, okay. So, ich lade es dir mal durch. Mhm. Ja? So. Auch sie ist jetzt feuerbereit. Also Finger ist dann Abzug, wenn du im Anschlag auf der Scheibe bist. Du musst keinen Hebel umlegen oder sonst was. Nein, gar nichts mehr. Nur noch am Abzug ziehen.
Und wir gehen jetzt ein ganzes Stück weiter, auch in der Zeit. Das ist eine Mauserpistole C96. Sieht erstmal aus wie ein Gewehr, aber wenn man genau hinguckt, hier ist eine Pistole und es ist einfach ein Gewehr. Ein Ansteckschaft, es genau. Es gibt einen Ansteckschaft, den kann man hier wahrscheinlich... Genau. Ah ja, okay. Übrigens, das Gleiche ist bei der 08 möglich. Ja. Da gibt es auch spezielle Anschlagschäfte. Aber das sieht ja fast, sie sieht ja fast modern aus. Alles eckig und... Also modern im Sinne von Zweiter Weltkrieg oder sowas. Aber man hat solche Waffen damals schon gebaut. Ja, sie ist, wie das Modell ja sagt, 1896 entwickelt worden von Fidel Fedele, einem Entwicklungsingenieur bei der Firma Mauser. Ist eine halbautomatische Pistole und war natürlich im weiteren Verlauf des Krieges, während des Stellungskrieges in den Gräben, sehr beliebt. Weil wie ein Gewehr auch zu bedienen. Zu bedienen. Allerdings musste ich nicht von Hand repetieren, sondern nach dem ersten Schuss wurde selbstständig nachgeladen. Halbautomatisch halt. Halbautomatisch heißt, aber vor dem ersten Schuss muss ich einmal spannen. Einmal durchladen. Oder durchladen und dann macht es automatisch. Genau, so ist es. Gut, und ich kann hier auch... Die Vision. Da haben wir auch, hier ist die Flugbahn hier. Richtig. Hier sieht man die Flugbahn, um Kimme und Korn und das Visier einzustellen. Sehr interessant, das heißt, ach, die hat aber eine interessante Flugbahn. Ja, sie ist etwas anders. Ja, der geht am Anfang ein bisschen hoch, dann leicht runter, dann stabilisiert sie wieder, dann geht sie wieder runter. Ja. Ist ja irre. Ja, das war halt auch das Besondere an dieser Munition, das war die 7,63 Mauser bis zu 1953 stärkste Patronenmunition für Halbautomat. Und der Riesenvorteil natürlich, im Grabenkrieg sehr handlich. Ja. Wenn du dir vorstellst, das Gewehr mit 1,25 Meter Länge. Das heißt, aber das war auch eine Waffe für Offiziere? Auch, ja. Also nicht für Soldaten, obwohl man... Ja, aber die wurde am Ende des Krieges bei den deutschen Sturmtruppen sehr gerne eingesetzt, weil erheblich höhere Feuerkraft als mit einem Repetierer. Ist klar, wenn ich jedes Mal von Hand nachladen muss. Ja. Hier geht es automatisch. Und natürlich wesentlich kürzer, kleiner. Und ich habe den Vorteil, ich habe 10 Schuss im Magazin. Okay. Es gab also sogar dann Versionen mit 20 Schuss im Magazin. Das heißt richtig lang hier. Ja. So wie beim Maschinengewehr, so ein langes Ding drunter. Aber trotzdem, die Patronen mussten, wie kamen die rein? Die kamen genauso wie beim Gewehr 98 mittels eines Ladestreifens. Das heißt, ich habe im Gegensatz zur 08 kein rausnehmbares Magazin, sondern ein Magazin, das fest mit der Waffe verbunden ist und wurde genauso mit einem Ladestreifen geladen wie das Gewehr 98. Okay, sehr schön. Übrigens eine Waffe, die nicht in Deutschland nur sehr geschätzt war, sondern es ist die Lieblingswaffe von Winston Churchill gewesen. Ach. Unter anderem. Und Lawrence von Arabien, der wird auch viel ein Begriff sein, hatte auch einen in seinem Besitz und hat sie gern benutzt. Und das ist gleichzeitig Transportholster für die Waffe. Die kann da rein? Die kommt da rein, genau. Dann haben wir hier allerdings auch ein deutscher, ein Reichsrevolver, Modell 1983. Der wurde allerdings 1883, genau, der wurde allerdings auch nur bei rückwärtigen Truppen eingesetzt, weil total überholt. Ja. Nicht mehr zeitgemäß, 6 Schuss, die Trommel einzeln zu laden. Also wie lädt man dann? Ist das wie beim Spielzeugrevolver? Ah nee. Beim Spielzeugrevolver wird ja kippen. Wird gekippt. Kipplaufrevolver, ja. Gibt es das auch im Echt oder ist das nur ein Spielzeugrevolver? Nein, haben wir keinen da. Allerdings war das die Standardwaffe Englands. Ja, aber das hier ist wirklich so, ich muss hier zack, zack, genau, zack, drehen, zack, 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 zack. Genau. Und dann sieht man schon im Vergleich zur Pistole 08, das Magazin ist leer, neues Magazin und ich bin schussbereit und hier brauche ich etliches an Zeit, um nachzuladen. Okay, gut. Dann haben wir hier eine Bergmann-Bayard-Pistole. Die ist ja sehr ähnlich hier. Der Mauser C96, die du so schön verpackt hast. Die ich jetzt verpackt habe, genau. Vom System her ähnlich. Ja. Wie gesagt, allerdings hatte sie der C96 einen entscheidenden Vorteil gegenüber. Nämlich das Magazin ist rausnehmbar. Ist rausnehmbar. Ja? Okay. Aber das ist auch ein festes Magazin. Das ist ein festes Magazin, aber wie du schon an der Dicke siehst, da waren die Patronen dann auch in Zickzackform. Ah ja, okay. Ja. Wie viel kamen hier rein? Da kamen 10 Stück rein. Oh ja, das ist ja nicht... Ah, da muss man aber hier...
Einfach fester drücken und dann passt das. Ja. Okay, wie ist es hier? Und im Kaliber 9 mm, allerdings keine 9 mm Luger, sondern das war die 9 mm Bayard oder auch 9 mm Lago. Die war etwas stärker geladen als die 9 mm Munition. Das heißt, waren dann andere Hülsen, waren die etwas länger? Die etwas Hülsen? Länger und ja. anderes Pulver drin. Okay. Allein über die verschiedenen Sorten des Pulvers kann man die Stärke bestimmen. Okay, was haben wir noch? Dann haben wir hier alle diese Waffen, die wir bis jetzt gesehen haben, die wurden auch für den Privatmann produziert. Okay. Die konnte also jeder Bürger des entsprechenden Landes frei kaufen. Das ist bei dieser Pistole anders. Mhm. Das war die in Österreich eingesetzte Steyr Modell 1912. Die ist Steyr, das ist diese Firma, die STEYR geschrieben hat. Steyr, genau. Die haben wir vorhin Autos, Motorräder, vieles gebaut, Motorsägen und auch Gewehre, wie wir gesehen haben. Mhm. Und diese Pistole ist allerdings nur für die Armee produziert worden. Der Lauf ist beweglich. Ja, muss er sein, bei nahezu allen Pistolenkaliber. Das ist auch ein 9 mm Kaliber. Allerdings hier laufen wir auch näher. Hier ist er fest. Das ist auch der fest. Ist fest, ja. Die haben halt andere Verschlusssysteme. Ja. Und die hat ein interessantes Verschlusssystem. Wir hatten bei der 08 den Kniegelenksverschluss. Ja. Und hier ist ein Drehlaufverschluss. Das heißt, auf diesem Lauf befinden sich Schnocken im sogenannten Schlittenverschluss, Oberteil, entsprechende Steuerkurven. Ja. Und je nachdem, wie die Waffe sich beim Schuss bewegt, wird entriegelt oder verriegelt. Das heißt, ein Stück des Weges läuft die Waffe, Lauf und Verschluss komplett gemeinsam zurück. Mhm. Dabei wird dieser Lauf gedreht und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo der Lauf dann stehen bleibt und der Verschluss allein nach hinten läuft. Und das ist, warum wird der Lauf gedreht? Um diese Entriegelung und diese Verriegelung zu steuern. Okay, die wird also mit dem Lauf, der wird hier zur Verriegelungs- und Entriegelungssteuerung benutzt. Genau. Okay. Wie wird die geladen? Wird die von Ihnen? Diese Waffe ist wiederum, wie auch die C96, eine Waffe mit einem fest integrierten Magazin im Schaft. Nicht wie bei der 08 mit einem Einsteckmagazin, sondern diese Waffe wird mit einem Ladestreifen ähnlich oder genauso wie beim Gewehr 98 geladen. Okay. Ja, und wie lade ich hier durch? Wie mache ich das? Genau so. Ja. Ich mache das über die andere Richtung. Und jetzt wäre sie durch, oder ist sie durchgeladen? Jetzt ist sie durchgeladen, jetzt schieße ich. Und jetzt kannst du auch auslösen. Ja. Gut. Sicherung. Ja, dann haben wir, bevor wir zur letzten Pistole kommen, haben wir hier noch einen sehr interessanten Revolver. Mhm. Das ist das russische Modell 1895 von den belgischen und russischen Waffenkonstrukteuren Mosin und Nagant. Mhm. Erste Besonderheit: Es ist ein Revolver mit 7 Schuss. Ach. Normalerweise Trommeln haben, oder gängig heute, 6. Er hat 7 aufgrund des geringen Kalibers. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, viel interessanter von der Waffentechnik her, es ist der einzige gasdichte Revolver, den es gibt. Was heißt gasdicht? Diese Frage habe ich erwartet. Jeder Revolver hat einen Spalt zwischen Trommel und Lauf. Ja. Ja? Und durch diesen Trommelspalt entweichen die Antriebsgase zum Teil. Ja. Das heißt, nicht der ganze Gasdruck wirkt auf das Geschoss, sondern ein Teil geht verloren durch den Trommelspalt. Und der hier, das beim Ablösen wird konstruktiv gelöst, indem diese Trommel beweglich ist. Genau, und auf den Lauf drückt in dem Moment, wo er geschossen wird. Genau, da ist eine Aussparung, aber das Entscheidende ist die Munition, die spezielle Munition. Da sitzt das Geschoss komplett in der Hülse und diese Hülse bewegt die Gasdichtheit, das heißt, die verschließt durch die heißen Gase, durch den Anpressdruck diesen Trommelspalt. Ah. Und somit wirkt die ganze Kraft der Treibgase das heißt, auf das Geschoss. Das heißt, sie hat eine deutlich höhere Durchschlagskraft. Ja, gegen einen Revolver im gleichen Kaliber deutlich höher. Ist er höher. Wie viel Prozent, weiß man das genau? Das kann ich nicht sagen. Okay. Ja. Da sind wir jetzt. Und dann sind wir beim letzten Teil, weil auch ziemlich am Schluss eingestiegen. Das ist am Ende des Krieges gekommen. Ich meine, das sieht doch wirklich nicht wie Erster Weltkrieg aus. Das ist ja... Ja, aber sie heißt Modell 1911. Das heißt... Die sind alle immer mit dem Jahreszahlen oftmals bezeichnet worden. Das ist die berühmte in Amerika heute noch die Pistole überhaupt. Colt Government Modell 1911 A1. Aber die ist doch tierisch schwer. Ja, das ist ja auch vom Kaliber die größte, Kaliber 45 ACP, wobei das ACP für Automatic Colt Pistol steht. 45, das ist dann 0,45 Inch sind das, okay. In Millimeter, es ist etwas über 11 Millimeter. So, wie wird hier durchgeladen?
Wir haben zum einen auch schon mal ein Magazin, okay, so wie du es kennst. Ja. Ja. Solange das Magazin leer ist, kannst du nicht durchladen, ja, da wird nämlich die Waffe gefunden. Und ansonsten nehmen sie in die Hand. Ja. Jetzt ziehst du langsam den Schlitten zurück und lässt sie nach vorne gleiten. Loslassen, loslassen. Ja, ja. Okay. Ja. Und schon ist geladen, ja, wenn eine Patrone im Lager wäre. Das war schon mal eine Special-Folge zu Waffen im Ersten Weltkrieg. Wir haben noch viel mehr gedreht und werden euch demnächst in einem weiteren Special noch mehr Waffen vorstellen können. Wie erklärt ihr euch die rasante Entwicklung der Waffentechnologie im Ersten Weltkrieg? Und hatten diese Entwicklungen auch positive Seiten? Oder waren es in euren Augen eher nur Entwicklungen, die darauf aus waren, den Feind zu vernichten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Und schaut euch doch unser Special zum Grabenkrieg an. Da wurden die Waffen, die wir euch gerade vorgestellt haben, auch verwendet. Für einen Blick hinter die Kulissen unseres Kanals könnt ihr uns übrigens bei Instagram folgen und lasst uns doch ein Abo da, wenn euch unser Kanal gefällt. Bis dann, bleibt dran.